Herzlich willkommen. In diesem Video geht es darum, wie ihr einzelne Workshop-Techniken durchführen könnt. Der Ablauf ist im Grunde immer derselbe und läuft nach demselben Verfahren ab. Ich habe das Schema, das ich gleich vorstellen möchte, aus diesem Buch hier, Gamestorming, sehr lesenswert. Und das liefert so ein paar Einblicke, wie man einen Workshop grob organisieren kann und wie das abläuft. So eine Bearbeitung von dem Thema ist typischerweise in drei verschiedene Phasen gegliedert. Phase 1 ist eher Einzelarbeit. Man startet mit einer Eröffnung des Themas und da geht es darum, dass erstmal alle Teilnehmer ihre Kreativität entfalten, dass man auf neue Ideen kommt. Das ist so ein divergenter Teil, da werden also neue Ideen erzeugt, da wird ein Thema erschlossen, da sammelt man Informationen. In der zweiten Phase, in der Bearbeitungsphase, werden dann die in Einzelarbeit meistens gewonnenen Erkenntnisse gruppiert, sortiert, Duplikate werden entfernt. Eventuell entstehen dadurch, dass man das Wissen zusammenwirft, neue Erkenntnisse. Eventuell werden Cluster gebildet oder Strukturen geschaffen, von mir aus eine Kausalkette oder ein Geschäftsprozess. Und also die gewonnenen Informationen aus der Eröffnungsphase werden verarbeitet, bearbeitet und veredelt. Es gibt danach einen sozusagen Abschlussteil von einer Bearbeitung von einem Workshop-Thema. Da geht es darum, die Ergebnisse zu verdichten, eventuell wenige Cluster zu bilden, die dann als Workshop-Ergebnis dastehen, die Struktur zu finalisieren, Beschlüsse zu fassen. Und dieser Dreischritt, der findet sich eigentlich bei der Bearbeitung von jedem Workshop-Thema. Also wenn ihr sowas moderieren wollt, was braucht ihr dafür? Punkt 1, man braucht so einen Timetimer. Timetimer deswegen, weil oder eine andere Art von Uhr. Vorteil von dem Timetimer ist, der zeigt einem sozusagen die verbleibende Zeit an und je weniger der rote Balken da ist, desto weniger Zeit ist verblieben. Also alle Teilnehmer sind fokussierter, wenn das Ding für alle sichtbar ist. Arbeitstechnik ist auch nach einer Timebox vorbei. Also das läuft nicht uferlos und man muss sich ständig auf die Uhr gucken, sondern das Ding piepst nach einer gewissen Zeit. Das zweite, was er braucht, sind normalerweise Elemente, um zu arbeiten. In Präsenzworkshops wären es Haftnotizen. Je nach Größe des Raumes kann man kleine oder große nehmen. Also die hier funktionieren ganz gut. Das sind 12x7 cm. Achtet darauf, dass das super sticky Haftnotizen sind, dass die dann auch wirklich am Whiteboard länger haften bleiben oder an der Tafel oder an einem Fenster. Andere Formate, die man nehmen kann, wenn der Raum eher kleiner ist, kann man hier so 7x7 cm nehmen, so kleine quadratische. Oder bei größeren Räumen oder wenn mehr zu schreiben ist, vielleicht etwas größer. Das sind so 15x10 cm Haftnotizen. Also damit startet ihr. Ihr verteilt die Haftnotizen unter den Teilnehmern und eröffnet dann die Arbeitsphase. Wie geht das los mit der Arbeitsphase? Das heißt, zuerst erklärt ihr, was mit der Workshop-Technik bezweckt wird. Ihr erklärt kurz den Ablauf. Also je besser ihr jetzt erklärt, was die Teilnehmer tun sollen, desto fokussierter wird es ablaufen. Also muss da gucken, haben alle verstanden, was zu tun ist. Deswegen darf man nicht zu komplizierte Sachen machen oder muss bei komplexeren Techniken wie Business Model Canvas oder Eventstorming vielleicht so einen kleinen Probelauf machen, um den Leuten das Verfahren nochmal klar zu machen. Also der Alberto Brandolini modelliert zum Beispiel erstmal ein Märchen, das alle kennen als Geschäftsprozess, um die Technik klar zu machen. Punkt 2 ist Eröffnung. Ihr lasst jetzt erstmal die Leute einzeln arbeiten. Das heißt, jetzt sitzt also jeder quasi an seinem Platz und beschriftet seine eigenen Haftnotizen. Es ist ganz wichtig, dass jeder das einzeln macht, weil ihr wollt ja jede Einzelmeinung haben, jede Perspektive berücksichtigen. Und daher ist es wichtig, dass jetzt wirklich Einzelarbeit stattfindet, dass man sich nicht mit dem Nachbarn abstimmt, sondern jeder denkt erstmal für sich selber nach. Man kann die Phase relativ kurz machen. Also häufig hat man nach 5 bis maximal 10 Minuten schon sehr gute Ergebnisse. Also das geht jetzt nicht um ewig lange Zeiträume. Nachdem diese Phase vorbei ist, kann jeder Teilnehmer sein Zeugs vorstellen. Das heißt, also nach dieser Einzelarbeit, nach 5 bis 10 Minuten, werden die Beiträge dann gesammelt. Also vielleicht habt ihr ein Canvas, wo die Leute ihre Beiträge draufkleben oder die Sachen werden einfach auf einer Pinnwand oder einem Whiteboard gesammelt. Man kann jetzt überlegen, bei so Sachen, wo es ein bisschen Erläuterung bedarf, kann es sein, dass die Teilnehmer was dazu sagen müssen. Manchmal reicht es auch, wenn man die Ergebnisse einfach wortlos sammelt am Whiteboard und danach bearbeitet. Wichtiger Punkt, warum man das so macht, ist, wenn ihr jetzt die Bearbeitungsphase mit einer rein mündlichen Phase beginnen würdet, hätte das den großen Nachteil, dass die erste Wortäußerung alle weiteren Wortäußerungen beeinflussen wird. Das ist der sogenannte Mitläufereffekt oder Bandwagon-Effekt, weil also, sobald der Erste was sagt, wird die Meinung aller anderen gefärbt.
egal wie die erste Meinung ist oder wenn der Oberchef oder die Chefin was sagt, auch die färbt natürlich die Meinung der anderen mit, also auch wieder ganz klassischer Mitläufereffekt. Deswegen, um das zu vermeiden, ist es wichtig, halt diese erste Phase wirklich in Einzelarbeit zu machen und wirklich schriftlich festzuhalten, dass jetzt da keiner mittendrin seine Meinung ändern kann. So. Danach findet dann die Aufarbeitung in der Gruppe statt. Das heißt, ihr fasst dann Themen zusammen. Also die Gruppe sortiert Themen nach Clustern. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend als Moderator, weil man da so ein bisschen sehen muss, was für die Gruppe. Und man versucht da zum Beispiel Cluster zu bilden oder Kausalketten oder eine zeitliche Reihenfolge. Also ihr versucht sozusagen Struktur in die Ergebnisse zu kriegen. Wichtig ist, dass ihr da bei der Moderation darauf achtet, dass jeder zu Wort kommt, jede Meinung gehört wird, also nicht ein Nee, das ganze Geschehen dominiert. Weil, wie gesagt, Ziel eines Workshops ist ja immer, alle Gehirne anzuzapfen und nicht nur ein einzelnes von dem Oberchef oder der Chefin oder dem Rädelsführer, der Rädelsführerin. Also wichtig ist hier vor allem eine gute Diskussion einzuleiten und das Ganze im Diskurs zu machen. Manchmal entwickelt sich erst aus der Diskussion eine richtige Erkenntnis. Also dieser positive Austausch unter den Leuten und nicht, dass einer recht hat, ist ein ganz wichtiges Element bei Workshops, dieses Entscheiden im Diskurs nach kritischer Abwägung, nach kritischer Diskussion. Nicht einfach irgendwas so hinnehmen. So, letzter Punkt. Dann fangt ihr an, die Ergebnisse, die ihr geclustert habt, da nochmal zusammenzufassen. Ihr versucht dann, das Gruppenergebnis nochmal auf den Punkt zu bringen, in 2, 3 Sätzen zusammenzufassen, was die Gruppe erzielt hat. Eventuell werden noch Teilergebnisse gestrichen oder Sachen priorisiert, sodass man dann sagen kann, das Ergebnis dieser Phase ist diese Menge von Erkenntnissen, diese Menge von Zielen, diese Priorisierung oder abhängig von dem Workshop-Ergebnis. Das war mal so ganz grob der Ablauf von jeder einzelnen Arbeitstechnik. Ihr könnt euch jetzt natürlich abhängig davon, was ihr arbeiten wollt, Geschäftsprozess, Geschäftsmodell, User Stories, könnt ihr euch jetzt überlegen, welche Verfahren passen da am besten, um die zu erarbeiten. Also Workshop-Techniken gibt es genug. Unter anderem haben die hier eine sehr schöne Übersicht gemacht und ihr findet sehr viele Vorschläge für solche Techniken in Büchern zum Design Thinking. Ich stelle noch ein paar vor in einem der nächsten Videos, dass ihr so ein bisschen eine Handhabe habt, was man machen kann. Also freue mich auf die nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuhören.